Ja, schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir einen Schallplattenspieler gekauft. Den habe ich mir gestern bei Kaufland in Düsseldorf-Bilk geholt. Der war im Angebot mit, ich glaube, 44,95 oder sowas. Und das war jetzt auch wirklich ein Rabatt, weil normalerweise hätte er fast das Doppelte gekostet, also fast 100 Euro. Ja, ich wollte schon lange mal wieder einen Plattenspieler holen. Wie man sieht hier, habe ich jetzt einen. Und es gibt eine Besonderheit dabei, weil deswegen habe ich auch schnell zugeschnappt, als der gestern im ersten Tag im Angebot war. Dieses gute Stück kann nämlich drei Geschwindigkeiten abspielen. Das heißt 33, wie man es bei einer Longplay Record gewohnt ist, oder LP, wie man so schön sagt. 45 für diese Scheiben hier, für die Singles hier. Hier sind zum Beispiel zwei Picture Discs, die ich jetzt einfach mal drapiert habe. Sieht man leider kaum. Kann ich nachher mal draufzoomen. Und 78. Ja, was spielt man mit 78 ab? Shellac-Platten. Ich habe nämlich auch Shellac-Platten. Und ja, mein Traum war es einfach mal, weil ich habe Shellac-Platten. Ich habe die irgendwie mal auf dem Sperrmüll gefunden. Jetzt vor ein paar Monaten habe ich auch richtig viel gefunden. Also, und deswegen war es mein Wunsch oder mein Traum, ja Traum, sagen wir mal Wunsch, die auch mal abspielen zu können auf einen herkömmlichen Schallplattenspieler. Weil ich habe nicht unbedingt das Geld für so ein sauteures Grammophon. Ja, und deswegen würde ich sagen, ich habe mir gedacht, dass ich das jetzt mal auspacke, dass ich das dann mit euch mal ausprobiere, weil einige von euch, die ich auf WhatsApp kenne, die wollten ja auch unbedingt mal wissen, ob das was taugt. Weil das Problem an der Sache ist einfach, wie ihr seht, es ist jetzt nicht so ein Schallplattenspieler, wie man den aus den 80er, 90er kennt, ja, wo man auch richtig was zahlt, hier Diamantennadel und so was. Ich weiß nicht, was für eine Nadel der hat, aber Diamant wahrscheinlich nicht. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ja, diese neumodischen Dinger sind ja immer so eine Sache. Ich hatte vor ein paar Jahren mal so eins gehabt, das konnte man auch dann digitalisieren auf Datenträger, also USB-Stick oder auch SD-Karte. Das ging, aber das ist dann irgendwann mal in die Binsen gegangen. Hat also, glaube ich, 2 Jahre oder so gehalten. Die Platten haben auch nicht mehr richtig abgespielt, weil das Band, was ja das Ganze da dreht, innen drin, dann irgendwann ausgeleitet war. Aber egal, ich komme jetzt zum Punkt wie ein Fallschirmjäger. Und ja, jetzt habe ich leider nichts zum Öffnen dabei, was auch gut ist. Ich schlage vor, ich öffne das und präsentiere euch das, wenn es fertig ist. So, das ist das gute Stück. Tonarm, Drehteller oder Turntable. Hier kann man das mit anmachen, die Lautstärke auch regeln. Ich mach mal größer, damit ihr erstmal sehen könnt, was da drin ist. So. Okay, machen wir es anders. So. Hiermit schaltet man das an und kann die Lautstärke regeln. Das hat übrigens hier integrierte Boxen. Man kann hinten aber vielleicht noch Boxen anschließen, falls man hier ein bisschen mehr Bums haben will. Und die Nachbarn das mitmachen natürlich. So, das ist natürlich, um den Arm hoch und runter zu bewegen. Dafür müsste man ihn aber auch erstmal aufmachen. Muss ich erstmal gucken, wie das hier geht. Nämlich so. Hier sind die Geschwindigkeiten. Ich versuche mal, ob man das erkennen kann. Ja, scheiße mit der Kamera. Also einmal 33, 45 und 78. Kann man da nicht erkennen, tut mir leid. So, wofür das hier ist, weiß ich nicht. Auto-Stopp, On-Off. Na, eigentlich müsste der Arm von selber, wenn eine Auslaufrille ist, dann ja stoppen, normalerweise. So, das hier ist feinster Filz. Das knallt jetzt zwar total rot, obwohl ich die Farbverstärkung nicht drin habe, aber es kommt halt ja vom Tageslicht her. Normalerweise ist das jetzt etwas dunkler, nicht so hellrot, sondern eher so dunkelrot, wie beim Roulette, sage ich mal. Und dann würde ich mal sagen, schmeiße ich gleich mal eine Platte drauf und dann hören wir uns das mal gemeinsam an. Aber ich muss erstmal den Akku wechseln. Jetzt ist alles an. Es ist fertig zum Abspielen. Dann wollen wir mal. Und ich habe mir gleich mal gedacht, fangen wir mal mit Langspielplatten an. Oder beziehungsweise Maxi-Singles, wie man sie so schön sagte. Beziehungsweise das hier ist eine EP. Ich habe mal eine alte rausgesucht aus den 80ern. Die ist von 85.
Und dann habe ich eine rausgesucht, die ist von, jetzt muss ich gerade mal gucken, von wann die ist. Die habe ich mir von der Band selber gekauft, als die noch gab, die Band. Mittlerweile gibt es die nicht mehr. Weiß ich jetzt nicht. Ich meine 2010 oder so wäre das rausgekommen. Also ältere, also jüngere Schallplatten habe ich leider nicht. Weil bei den Preisen heute würde ich mir jetzt auch nicht beim Saturn oder beim Mediamarkt oder wo auch immer so eine Schallplatte kaufen, die was weiß ich wie viel kostet, weil ich habe nicht das Geld dafür. So, dann fangen wir mal an mit der Klangqualität. Das ist eine farbige Vinyl, steht da voll drauf. Aber ja, kommt immer drauf an. Also das hier ist jetzt von 85. Ja, bisschen elektronische Musik. Dann wollen wir mal hören. Müssen wir nur mal auf 45 schalten. So. Mal gucken, wie das klingt. Ich habe übrigens mal auf dem Flohmarkt in den 90ern gekriegt. Dann hat die Post eine Mark oder so. Ich habe die auch nur gekauft, weil die farbig ist. Ich kann das natürlich gar nicht. Aber ich muss sagen, war kein Fehlkauf. Wenn jemand wissen will, von wem das ist. Ich hoffe ja, dass das Video auf YouTube Bestand hat. Weil nicht, dass da jetzt eine Art von Urheberrechtsverletzung kommt und das Video dann weltweit gesperrt. So, der Pegel ist jetzt ganz nach oben hier. So, mal hoch. Ja, das ist jetzt das Lauteste, was gibt. Ja gut, immerhin hat es Boxen. Es hat auch ein integriertes Radio irgendwo. Kann drauf, aber keine Ahnung, wie man es anschaltet. Aber ich will auch nur die Platten abspielen. Radio ist mir scheißegal. Und die Herren und Damen vom Heizungsservice brauchen jetzt nicht feucht, um Flipper zu werden. Ja, gut, der Klang der 80er. Vielleicht kennt der eine oder andere das Lied. Also nochmal, DJ's Factory with Work ist das, von 85. Platte ist mehr so, ja, orange-rot. Ich weiß auch nicht so genau. Im hellen Licht ist sie orange. Jetzt sieht die ein bisschen rötlicher aus. So. Dann mal, wie der Klang von einer Platte ist, die... Oh, jetzt habe ich alles Mögliche rausgeholt. Das ist übrigens die Band. Bin ich immer noch Fan von. Leider hat die sich 2012 aufgelöst. Schade. Und wieder eine rote. Ja, das war jetzt Zufall. Ich wusste jetzt auch gar nicht mehr, dass die farbig ist. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles drin habe. So, ich weiß es gar nicht. So, machen wir mal einen Test. Ja, das Problem bei den Farbigen ist, da siehst du jetzt auch nicht so genau, wo die Rille ist. Ich glaube hier. Oh. Ah, die müssen wir auf 33 spielen. Hat weniger. Scheiße, ich hab die falsche Seite. Ich wollte eigentlich ein kürzeres Lied, weil das liegt jetzt 7 Minuten. Ach so, ja, ich Idiot. Egal. Also wer auf Rock steht, ist hier bestens bedient. Stimmt, die muss auf 33 abspielen. So, das ist jetzt das Lauteste. Geht. Ja, müsste man vielleicht mal mit Boxen versuchen, aber die zwei Boxen, die ich noch übrig habe, da stimmt das mit dem Stecker leider nicht. ...33, ja, normalerweise spielt man ja Longplay auf 33, aber das ist nur eine EP mit 5 Liedern. Hier spielt die Musik, doch das Spiel ist aus. Thoughts Paint the Sky ist die Band, falls jemand Interesse hat.
ich weiß nicht, ich glaube 5 Euro oder was ich da bezahlt habe bei der Band. Weiß ich gar nicht mehr. Die hatten einmal die schwarze und dann hatten sie natürlich die rote gehabt. Beides gleicher Preis. Ich habe natürlich die rote genommen, weil ich steh einfach auf die farbigen Vinyls. So. Als nächstes, und das ist ein ganz wichtiger Test, machen wir mal die 7 Inches. Ne? Also Single-Schallplatten. Klar, die ältere Generation kennt das natürlich. Das ist übrigens hier nicht meine Sammlung, die hier drin ist, sondern diese Platten gehörten meinem Onkel, Frank. Ich habe die mir irgendwann mal geliehen, aber leider nie zurückgegeben. Nun ist er vor 2 Jahren gestorben. Ich hab das alles jetzt in meinem Besitz, was ihm gehört. Da ist Musik dabei, die mich jetzt nicht so interessiert, aber ich werde sie trotzdem, wie meine Mutter es empfohlen hat, in Ehren halten. So, dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier alles hier? Aber Does Your Mother Know? Nö. Toto, You Are The Flower. Umberto Tozzi mit Du. Salvatore Adamo. Hm. Slick. Mach mal Slick. Ja, ist von EMI. Das heißt, da wird es wahrscheinlich einen Urheberrechtsanspruch geben. Machen wir Again My Love oder Forever and Ever? Hm? Machen wir Again My Love. So, dann wollen wir mal. So, das Problem ist, da muss ich auch noch mal sagen, ich hatte das Problem beim letzten Plattenspieler, dass er in der Auslaufrille, weil die Platten haben ja eine Auslaufrille, jetzt mal für die Jüngeren, die sich damit nicht so auskennen. Und je nachdem, also die ist jetzt hier relativ breit. Aber wenn die jetzt, ich sag mal, etwas kleiner ist, dann hat er die nicht zum Ende gespielt, sondern ging einfach aus und dann pfiou, einfach aus. So, hier ist das, glaube ich, nicht der Fall. Hier machen wir es mal. Das knackt mit der Rille. Hoho. Klasse. Ich habe das Gefühl, dass die alten Platten mehr vom Sound mehr Bums haben als die neuen Platten. Warum? Machen wir mal hier. So, die Auslaufrille ist relativ breit. Es gibt manche, wo sie nicht so breit ist. So. Oh! Oh oh! Okay. Das sieht schon mal nicht gut aus. Der schafft es nicht bis nach hinten drin. Das heißt, da ist wieder irgendwas falsch justiert oder wie auch immer. Das ist das, was ich bei den Dingern hasse. Das heißt, der wird die auch nicht ganz bis zum Ende spielen. Dann nehmen wir mal eine mit einer engeren Rille. Also mit der Auslaufrille. Also. Das hier ist die Auslaufrille, hier ist der Sound drauf und hier ist die Auslaufrille. Für alle, die es nicht wissen, weil schon im 90er wurde ja gesagt, die Schallplatten sind ja out. Sind ja out. Aber Klein Nico, der die mit 15, 16 noch gekauft hat. Ja. Jetzt habe ich meinen Namen genannt. Oh, hier haben wir schon mal Toto. Toto sind eine gute Band. I'll Supply the Love von 1978. B-Seite ist You Are the Flower. Ach du Schande. Guckt euch mal den Rand an. Oh, die Auslaufrille ist sehr eng. Dann machen wir das jetzt mal. Die ist etwas, die ist, ja, ein bisschen kratzig. Auf eBay würde das als leichte Gebrauchsspuren durchgehen. So, Toto. Ich muss mal kurz mal gucken, von wann, wie lange geht die denn? Weil sonst würde ich die vielleicht durchlaufen lassen. 4 Minuten 17 ist zu viel. Das ist ein Klassiker, ne? Das ist krass, so. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt durchlaufen lasse, ob das dann nicht der Fall wäre. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich lasse mal die letzte. Ich hätte alles dabei, was du da aufmachen sollst. Besser das Lied. Das hier ist nicht so gut. Soundtechnisch, ja, okay, die Platte hat es nicht mehr so drauf, ist von 78, da war ich noch gar nicht verwendet. Da. Seht ihr, das ist nämlich genau das Problem, das ich auch beim anderen alten Plattenspieler habe. Das heißt, man müsste eigentlich einen richtigen Plattenspieler haben, nicht so ein Ding hier, so ein Billigteil. Ja, bin ich natürlich wieder mal ein bisschen enttäuscht.
Weißt du, wenn ich jetzt durchlaufen lassen würde, ihr seht ja, was das Problem ist. Ich schaffe mich nicht bis zum Ende. Das Problem hatte ich bei dem anderen auch schon gehabt. Ja, schade, ne? Ich könnte also nicht drumherum kommen, irgendwann mal einen richtigen Plattenspieler zu holen. Ja, der ein bisschen mehr kostet als 44 oder 100 oder so. Mal gucken. Ja. Also wenn ich das jetzt digitalisieren würde oder aufnehmen, hätte ich ein Problem. Das Problem hatte ich, glaube ich, auch mal bei einem Plattenspieler aus, warte mal, ich glaube, in 19 hatte ich auch einen gehabt. Da hat er auch nicht bis, ganz bis zum Ende. Also ich weiß auch nicht, was da los ist. Das ist schon mal nicht gut. So, ja. Ah! Elvira, Talking About Rambo. Das Problem ist, bei dem Lied Talking About Rambo hat es auch nicht bis zur Rille geschafft. Dann wollen wir das mal probieren, wie weit es hier kommt. Man hört nur, wie deine Stimme sagt Rambo und dann hört es und dann geht es zum Ende. Oh, weil es noch nicht zu Ende ist. Also es hat auch viel damit zu tun, wo die Auslaufrille ist. Mal den Film Rambo First Blood zu sehen und dann auch wieder 2 und 3. Vor allem mit Colonel Troutman. Da. Seht ihr? Ja, das ist schon mal sehr enttäuschend. Also manche Sachen kann ich nicht bis zum Ende hören. War wieder klar. Gut. So, ich habe jetzt noch mal was anderes. Nämlich keine Vinyl, sondern... Ja, Moment. Kennt ihr Flexidisc? Sowas, was es in der Sowjetunion damals gab. Ich habe nämlich auch hier so eine Art Flexidisc. So. Ah, guck mal hier. Sisters of Mercy, Long Train Running. Das ist eine Flexi. Die ist mal irgendwo als extra mal gekommen. Und dann habe ich jetzt hier nicht lachen. Dreimal aus Mickey Mouse Heft kommt hier was, Abenteuer im Regenwald, und hier sind Hit Club, also hier ist Musik drauf. Und hier ist halt. Aber warte mal, dann brauche ich das hier nicht. So, machen wir erstmal The Sisters of Mercy mit Long Train. Geschrieben von Andrew Eldritch. Ja, The Sisters of Mercy, ne? Also beste Gothic Band hier. Der 80er. So. Ich versuche mal, wie weit er bis zum Runout Groove kommt. Oder bis er jetzt auf 33 gespielt worden. 33 und ein Drittel, aber so weit komme ich nicht. Das ist die vollste Lautstärke. Die Dinger haben nicht so viel Bums. Mal gucken, wie weit er kommt. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Oh oh, sieht schon mal nicht gut aus. Oder was ich auch mal machen müsste, eine Platte drunter legen oder eine Snip-Mat und dann das Teil da drauf. Das müsste ich auch mal machen. Das ist nämlich schade, ich weiß nicht. Ist das nicht herrlich? Ne? Herrlich, ne? So. Bei was sind wir jetzt eigentlich von der Zeit her? Viertelstunde schon vergangen. So. Jetzt haben wir einmal hier Abenteuer im Regenwald. Das ist nämlich auch eine Flexi. Ich glaube, die könnte man auch so entlang ausschneiden, aber ich belasse die so, wie die ist. Die habe ich irgendwie mal bei eBay ersteigert. Als es noch ging. Ah, wichtig, zum Abspielen bitte normale LP unterlegen und Tonarm mit Hand aufsetzen. Qualitätsgarantie. Diese Platte ist auf jeder Anlage bedenkenlos abspielbar. Ja,
Auch heute noch, auf so ein modernes Teil. Dann legen wir die mal drauf. So, dann wollen wir mal... Oh Gott, mir ist gerade schwindelig hier ein bisschen. Muss man genau treffen, leider. Treffer. Zu schnell? Wahnsinn! Sogar auf dem Fluss durch den tropischen Regenwald. Nee, richtig, 33. Das ist wie Schwimmbad und so in einem Mal. Ich an deiner Stelle würde lieber die Füße aus dem Wasser. Hier stimmt was nicht. Ist sie geknickt oder was? Keine Ahnung. Ich wollte mal gucken, wie weit denn hier geht. Ich weiß nicht, wie lange die Geschichte hier geht. Wälder der Erde sind die Heimat von fast 90% aller existierenden Pflanzen und Tiere. Vor uns liegt eine Welt, die so vielfältiges Leben. Das liegt hier an der Platte, die ist anscheinend schief. Dann nehme ich eine andere. Also, funktioniert schon mal. Mehr oder weniger. So. Dann zeige ich euch das mal. Vielleicht aber jetzt nicht durchlaufen. Oh Gott, ich muss gucken, wie ich das jetzt mache. Treffer. Ja, ist schwierig, weil wenn die so eckig und so sind, wirst du Kirre. 33. Komisch, dass Hallo Fans, Mickey's Hitclub präsentiert euch wieder internationale Spitzenstars. Wir starten mit dem Song Tomorrow. Das ist in meiner Sammlung, Alter. Also, ne? The Communards. So, bevor jetzt hier... Ich will nur mal ein Stück weiter, mal gucken, wie weit die kommt. Aha, nicht so weit. In Frankreich und Italien war sie der große Sommerhit. Jetzt hat sich Caroline Loew auch in Deutschland durchgesetzt. Von welchem Jahr weiß ich jetzt gerade nicht. Das steht beim anderen da drauf. Oh, das ist nicht gut. 87 steht hier drauf, das wäre auch 87. Ja, 87, jetzt sehe ich gerade. Eine mitreißende Nummer bildet den Abschluss dieser Scheibe. Split Mirrors bringen. Das war der Abschluss dieser Scheibe schon. Ja, das ist natürlich blöd. So, dann denke ich mal, sind wir soweit durch. Also fast zumindest, weil es fehlt ja nämlich noch eine Sache. Wisst ihr nämlich noch, welche das war? Ich habe ja anfangs gesagt, ich muss auch noch eine andere Hülle dafür haben. Ich habe ja anfangs schon gesagt, dass dieses gute Stück drei Geschwindigkeiten hat. 33, 45 und 78. Und mit 78 spielt man Shellac ab. Ich habe hier nämlich auch was. Ich habe eine Shellac-Platten. Jetzt kann ich es euch mal zeigen. Wo sind die denn jetzt schon wieder hin? So. So, das Problem an der Sache ist, dass die Dinger unglaublich zerbrechlich sind. Ne? Muss man echt aufpassen. So, hier habe ich so eine. Der Klang ist auch anders. Ist schwerer als eine Vinyl. Ist zerbrechlicher als eine Vinyl. So, von wann die ist, weiß ich jetzt leider nicht. Ist... Ja, steht nichts drauf, leider. Ah doch, hier steht wohl was drauf. 1954. In den 50er gab es auch Shellac. Weil nämlich irgendwann die Vinyl in den 50er Jahren kam. Ich glaube ab 53, 52, weiß ich jetzt nicht genau. So, mal gucken, ob es funktioniert. Gott, ey, was für eine Geschwindigkeit, ey. Alter, 78. Das hätte ich ja nie. Genau, wie ist der Höhle der Löwen, wenn die Löwen besoffen sind? Mal gucken. Also funktioniert tut schon mal.
Meine Musik ist es jetzt nicht. Das auch nur zu Testzwecken hier. Mit einer Zither auch noch. Ja, hätte ich vor 100 Jahren gelebt. Also das wäre Musik, die würde ich mir anhören in so einer dunklen Winternacht, wenn es 18 Uhr draußen ist und schon stockdunkel vom Kaminfeuer und dann sowas dann vielleicht. Ja, jetzt hat es wieder natürlich eine fröhlichere Stimmung, aber sonst war es eher so gedrückt. So, wie weit geht die? Mal gucken, ob der bis zum Ende kommt. Überlegt mal, das Teil hier ist 92 Jahre alt. Tut's noch. Hohoho. Ja. Interessant. So. Dann machen wir es mal aus. So, jetzt hat man gesehen, kann wirklich alles abspielen. Und ja, meine Befürchtung ist leider wahr geworden. Nämlich, dass der Arm es nicht bis zur Auslaufrille oder wie man auf Englisch sagt, Runout Groove kommt. Und die dann schon mal vorher schlapp macht. Wobei es immer auf jede Platte, Schall- oder Schellackplatte, immer individuell ankommt. So, ja, das bis zum Rand hier geschafft, also bis zur Auslaufrille, wie man so schön sagt. Auf der anderen Seite würde das jetzt wieder schlecht aussehen. Also es kommt da wohl immer drauf an, wie breit die Auslaufrille ist. Ich wollte schon wieder Runout Groove sagen, ich spreche zu viel Englisch leider. So, und ja, gut zu wissen, von der Schellack gibt es auch verschiedene Größen, ist mir zuerst gar nicht aufgefallen. So, jetzt habe ich das alles mal mit euch getestet. Video ist bestimmt auch jetzt schon eine halbe Stunde lang. Ja, kann ich es empfehlen oder kann ich es nicht empfehlen? Also sag mal für zwischendurch. Ja, aber es kommt natürlich darauf an, was man sich da anhört. Weil, wie ihr schon gemerkt habt, passiert schon mal, dass kurz am Ende einfach ausgeht. Und ja, das ist schlecht. Ich kann ja mal nochmal hier versuchen. Hier mal das hier. Aus den 80ern ist das, von Axis, eine deutsche Band. So, hier sieht er recht breit aus. Oh Gott, wie sieht die denn aus? Ich hab die doch... Versuchen wir es mal hiermit. Ich hoffe, das ist jetzt King of the Night. Da müssen wir jetzt auf 45 gehen. Wir können ja nochmal einen Versuch machen. Aber... Ich sehe da jetzt nicht so. Schon geil, ne? Wenn man so eine Picture-Disc hat, die rotiert, ist mal geil. Axis. Ich glaube, die Band gibt es immer noch. Geht bis zum Ende, wie es aussieht. Hier geht's. Also wie gesagt, ne? Oh. Also wie gesagt, es kommt immer drauf an, ob es jetzt, also ich würde es ganz bedingt nur empfehlen, hier den von Denver, der übrigens aus Dänemark kommt, so eine dänische Firma. Und ja, das ist natürlich auch alles wieder ein bisschen blöd, das Ganze. Ist nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Also die Befürchtung ist zumindest wahr geworden. Also, wie gesagt, es geht natürlich nicht über einen richtigen Plattenspieler, aber ich habe ihn auch deswegen gekauft, weil er auch 78 Umdrehungen abspielen kann. Das heißt, ich kann also mal spaßeshalber mal eine Schellack abspielen. Ich weiß nur nicht, wie lange die alle da drauf gehen. Kann sein, dass es 4 Minuten sind, kann sein, dass es vielleicht 10 Minuten geht, weil wenn da jetzt Operetten oder so drauf sind, die dauern natürlich ein bisschen mal.
Es sei denn, es ist wie auf den 45er Vinyl aus den 50ern mal so ein Schnitt drin, also so ein Rohschnitt, Zusammenschnitt oder wie nennt sich das nochmal? Ja, ich habe früher mal auf Discogs diese Dinger mal reingetan, aber ich wurde jetzt zweimal auf Discogs gesperrt und seitdem mache ich auch nichts mehr. Jetzt sind nur noch Idioten dort bei Discogs. Und Grüße an die Barbara Discogs, also von da. Ja, die ungebumste und unrasierte Barbara. Mua. Danke fürs Sperren. Ja, das war's, was ich mal sagen wollte. Ich habe es jetzt euch mal gezeigt. Also, ja. Also für zwischendurch kann man es mal machen, wenn man wieder Bock hat, ein paar Platten zu hören. Aber wie gesagt, du kommst um einen richtigen Plattenspieler nicht vorbei. Das war's dann auch schon mal von mir. Ich hoffe, das Video könnt ihr auf YouTube sehen. Ansonsten muss ich das woanders hochladen, weil Copyright und so, ihr kennt das ja, Copyright, dies, das. Und wenn es jetzt nur in Russland gesperrt ist, ist jetzt kein Problem, weil in Russland werden wohl ganz wenige Deutsch können. Wenn es jetzt in deutschsprachigen Ländern gesperrt ist, besonders in Deutschland, ist das natürlich komplett schlecht. Aber ansonsten, naja, von mir aus können sie am Nordpol sperren, von mir aus können sie in Russland sperren, von mir aus können sie auch in Afrika sperren. Hauptsache nicht da, wo man Deutsch spricht, weil wenn ich auf Deutsch ein Video mache, dann sollte es auch überall da verstanden werden, wo man Deutsch kann. So, danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch was. Bleibt mir gewogen und hasta luego, bis zum nächsten Video.